Hey zusammen, hier ist mal wieder der fleißigste Musiknerd Deutschlands und heute geht's mal wieder um fucking Limp Bizkit und den Track, der da wohl heißt Turn It Up, Bitch, weil scheint wohl die Refrain-Schlusszeile immer zu sein. Den Track haben sie auch wieder, ich glaube, nach einem Chicago-Gig von der PA laufen lassen. Soll auch wohl vom nächsten Album kommen. Laut Fred Durst's Insta soll das Album wohl Dead Vibes heißen, so wie der letzte Song, der veröffentlicht wurde, wenn ich das so richtig verstehe. Zum Track selber. Ich bin wieder ohne Scheiß. Es fühlt sich einfach an wie in der guten alten Zeit, als Limp Bizkit noch eine aktive Band waren. Und der Hype ist nicht normal, der da gerade geht. Ich bin so auf Turn für neuen Limp Bizkit-Shit. Das ist gestört. Und auch man sieht es halt auch, die Medien überhaupt, die Musikwelt, alle sind auf Turn für neuen Limp Bizkit-Shit offenbar. Limp Bizkit haben immer noch mega Impact nach all der Zeit. Und gerade nach dem Lollapalooza-Gig, ich meine, denen ihre Streaming-Zahlen sind irgendwie 35% oder was gestiegen seit diesem Gig und Songverkäufe um 100% Steigung. Also Limp Bizkit müssen echt nicht viel tun, um wieder in aller Munde zu sein. Und jetzt erst Dead Vibes als Track veröffentlicht, fand ich mega geil, ein Oldschool-Hip-Hop-Song. Turn It Up, Bitch, ist ebenfalls so ein mega oldschooliger Hip-Hop-Song, der vom Feeling her, also hat so eine Bass, hat so ein du, 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 und dann zu so ein, es erinnert mich sehr an House of Pain, Jump Around, also DJ Lethal halt, ne? Also man merkt zu jeder Sekunde, dass der den Beat gebaut hat, weil es hat einfach ein mega geiles Oldschool-Hip-Hop-Feeling. Es geht direkt mit der Strophe los, Fred Durst float direkt in der Strophe, dann gibt es so einen kleinen, so eine kleine Bridge, wo so eine Stimme gesampled ist. Ich kann leider nicht das Sample ausmachen, was da passiert, genau was da gesagt wird und was es geht, weil diese Qualität leider schon ein bisschen schlechter ist wie bei Dead Vibes. Und dann kommt die Hookline, dann kommt wieder Strophe, wieder Hookline. Also der Beat, der fadet immer mal kurz aus. Die Bassline steht alleine da, dann fadet die Bassline mal aus. Der Beat steht alleine da. Also es ist auch sehr abwechslungsreich. Im Beat passieren immer so Wechsel. Und es hat einfach Oldschool Limp Bizkit Feeling, ist richtig geil. Vermittelt mir aber weniger das Gefühl von einem kompletten Song, weil dadurch, dass es auch nur knappe 2 Minuten geht, hat es für mich eher so ein Interlude-Feeling fast schon. Also es könnte als Interlude irgendwie zwischen Songs stehen oder so, oder als Single alleine finde ich es ein bisschen wenig. Da fand ich Dead Vibes tatsächlich hat ein bisschen mehr geboten. Ja, aber für das, was es ist, geil, hat für mich Interlude-Charakter und ich meine, ich bin auch einer von diesen Ober-Limp Bizkit-Nerds. Ich stehe auch total auf die Interludes von Limp Bizkit, die sind auch ganz schön geil. Was man noch sagen muss zu Limp Bizkit aktuell, die haben ja ihren letzten Gig eine Stunde vor Bühnenauftritt quasi abgesagt, wegen Gesundheitsrisiken für Band, Crew, Fans, alle möglichen Leute. Dann ist ja auch dieses Gerücht rumgegangen, dass Wes Borland Corona hätte. Wurde aber von Wes Borland via Instagram Story dementiert, dass das eben nicht so der Fall ist. Und ich erinnere mich auch, dass Wes Borland, der war mal zu Gast in dem Podcast von dem Avenged Sevenfold Bassisten. Und da hat er gesagt, dass er, also er hat keine hundertprozentige Sicherheit, aber er hat erzählt, dass er wohl schon Corona hatte. Gut, man kann es auch nochmal bekommen, ne? Aber man weiß ja nie, was diese Krankheit alles so macht. Die Krankheit entwickelt sich ja. Aber nee, nur das dazu, das habe ich gehört, dass er das wohl irgendwie schon mal hatte. Also hat es auch dementiert, er hat es nicht. Fred Durst hat dann selber nochmal gepostet, dass Wes Borland kein Covid hat. Und was viel geiler ist und mich viel mehr freut, Fred Durst hat gepostet, Dead Vibes, coming soon. Gut, ich hoffe nicht, diese Art von coming soon, die er bei der Poop DVD damals gesagt hat, weil auf die warten wir heute noch. Aber, ah Mann, ich habe so Bock da drauf, Leute. Ich sag's euch, da muss ein neues Album jetzt demnächst kommen. Vor allen Dingen, das Problem ist, die haben jetzt die Konzerte erstmal wieder abgesagt für den August. Also im September stehen ja noch Dates, die wurden nicht abgesagt, die sind noch präsent da. Jetzt, dadurch, dass Limp Bizkit wieder so ein kleines bisschen Hype generiert haben, wäre es richtig clever, wenn sie das Album jetzt einfach raushauen. Die müssen den Hype reiten. Die müssen, da muss was kommen jetzt, Leute. Und ich habe wirklich, also ich habe so in meinem Kopf
wahrscheinlich ist es auch einfach nur mein Fan-Wunschdenken nach so vielen Jahren, dass der Bizkit vielleicht mit zwei Alben in relativ kurzen Abständen um die Ecke kommen könnten. So fast wie System of a Down das mit Mesmerize und Hypnotize gemacht haben. Das wäre ein Traum. Ich meine, wenn Westmoreland wirklich sagt, dass sie 35 Songs fertiggestellt haben, dann, also da muss doch jede Menge Material in der Hinterhand sein. Und oder vielleicht ein fucking Doppelalbum oder sowas. Das sind Sachen, die Limp Bizkit noch nie gemacht haben. Ich weiß nicht, ob die Band überhaupt über sowas nachdenkt zu tun, ob das auf den ihrem Radar ist, aber ich träume und ich freue, würde mich, oh Gott, freuen, Alter. Ich würde ausrasten, Leute. Ich würde ausrasten, würde mir in die Hose scheißen. Ja, das war's tatsächlich von mir zu Dead Vibes. Ist ein geiler House of Pain-mäßiger Oldschool-Hip-Hop-Track und ja, ich freue mich auf mehr. Wir kriegen auch offensichtlich im Moment immer wieder ein bisschen mehr von der Band. Ach, ich bin so happy, Leute. Es ist eine gute Zeit, Limp Bizkit-Fan zu sein. Und ich glaube, mich, wenn ich mich nicht verhört habe, sagt er auch in dem Song irgendwas mit, dass er Kicking New Metal off the Trash, irgendwie sowas, dass sie New Metal aus dem Müll wieder rausholen, irgendwie so in der Richtung. Ich habe da, glaube ich, so eine Zeile wahrgenommen. Diese Angaben wie immer ohne Gewähr. Ja. Ich packe euch unten in meine coolen Videobeschreibungen noch ein paar Links von Limp Bizkit, Shit, den ihr kaufen könnt. Wäre, wie ich das in jedem Video sage, wirklich super geil, wenn ihr dafür meinen Link benutzt, weil dann bekomme ich von Jeff Bezos auch nochmal ein Küsschen auf den Bauchnabel. Und ansonsten verlinke ich euch auch hier im Bild links und rechts noch andere Videos von mir, die ihr anschauen könnt. Ich verlinke euch hier auch mal die Review zu Dead Vibes, könnt ihr euch auch anschauen. Limp Bizkit Shit! Ja, dann abonnieren wäre richtig nice von euch. Hier wird es weiterhin Metal Reviews geben, Montag, Mittwoch und Freitag. Und natürlich immer, wenn Limp Bizkit irgendeinen Shit machen, dann haue ich euch ein Video um die Ohren, weil Limp Bizkit, die müssen einfach, nee, das muss stattfinden, Leute. Wir müssen da mal richtig Welle machen. Klickt mal bei LB Underground, gefällt mir, wenn ihr da irgendwie noch nicht am Start seid. Alle möglichen Limp Bizkit-Fanseiten abonnieren. Macht mal da Welle. Wir müssen die Band mal wieder ein bisschen auf die Welt, auf die Map zurückholen. Das war's von mir. Bla, 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 bla. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich etwas über Musik labe. Und tschüss.